ist wohl einer der wichtigsten Tage auf diesem YouTube-Kanal, den es jemals gab. Und das aus gutem Grund. Es wurde nämlich erstmalig reales GTA 6 Gameplay geleakt und das Ganze auch bestätigt. Ich präsentiere euch also im heutigen Video unter Beweisen, warum das Ganze real ist, wo ihr euch das anschauen könnt und vieles mehr. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ihr habt keine Idee, wie unglaublich aufgeregt ich gerade bin. Denn es ist so ein wichtiger Punkt in der Geschichte der GTA-Serie. Seit 9 Jahren arbeitet Rockstar Games an GTA 6 und wir haben viele Fake-Leaks und so weiter erhalten in den letzten Jahren. Und jetzt haben wir es erstmal einen bestätigten Leak. Bevor wir aber reinstarten können, müssen wir nochmal ein paar organisatorische Sachen kurz klären. Wen das nicht interessiert, der kann das Ganze auch einfach skippen. Ich habe das Video in Kapitel eingeteilt, aber ich würde trotzdem mal empfehlen, kurz dran zu bleiben. Erstens, ich werde in diesem Video hier kein Gameplay von diesen Leaks zeigen. Ich werde kein Gameplay von einem Rockstar Games Spiel zeigen und ich werde auch keine anderen Take-Two Spiele hier zeigen. Weder mit Bildern noch mit Videos. Denn Rockstar Games, beziehungsweise vielmehr Take-Two, der Publisher von Rockstar Games, ist da ziemlich hinterher, Kanäle zu striken und auch löschen zu lassen, die eben diesen Content ja bringen. Und wenn ich eben Take-Two hier zu sehr auf die Füße trete, dann fangen sie an, meine Videos zu striken. Und bei über 2000 GTA-Videos, bei jedem ein Strike, ja, dann sagt mein Kanal, goodbye, es war schön. Also ich kann und möchte hier Take-Two keine Angriffsfläche für irgendwelche Strikes oder sowas geben. Dementsprechend, werde ich euch hier kein Gameplay zeigen. Aber Freunde, keine Angst, es gibt trotzdem was zu entdecken. Und zwar werde ich euch Gameplay zeigen. Auf Instagram werde ich es in meine Story posten. Allerdings habt ihr es dann natürlich in Hochkant, was ein bisschen nervig ist. Ich habe das alles schon auf Discord gepostet. Da haben wir eine extra Rubrik für GTA 6. Und da findet ihr schon den ganzen Tag lang Videos, Bilder, Dateien und alles Mögliche rund um dieses ganze Thema und GTA 6 mit Bildern, Videos, alles. Also checkt Discord auf jeden Fall ab. Und ich werde das Ganze auch noch auf Twitter posten. Also entweder Discord, Instagram oder Twitter. Einfach mal abchecken. Da habe ich euch entsprechend Gameplay hochgeladen oder ihr schaut einfach mal in die Beschreibung, da verlinke ich euch auch das ein oder andere Gameplay-Material. Die zweite Sache, die heute besonders ist und die ich trotzdem auch mal kurz erwähnen möchte, ist, dass unser Kanal hier heute 7 Jahre alt wird. Wir haben heute Geburtstag und das werden wir natürlich auch entsprechend feiern. Heute Abend im Livestream um 19.30 Uhr sind wir live hier auf YouTube und auch auf Twitch. Kommt da auf jeden Fall vorbei und lasst uns zusammen diesen Kanalgeburtstag feiern. Einfach 7 Jahre. Wie lange bist du schon dabei in Jahren? Schreib es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich bin höchst gespannt. Aber jetzt haben wir genug rum erzählt, lasst uns doch direkt mal reinstarten, wie das Ganze denn begonnen hat. Denn zunächst einmal hat ein Typ im GTA-Forum einfach Folgendes gepostet. Hi, hier sind 90 Aufnahmen bzw. Clips aus GTA 6. Es ist möglich, dass ich bald mehr Dateien durchsickern lassen kann. GTA 5 und GTA 6 Quellcode und Assets, GTA 6 Testaufbau. Mein Telegram ist blablabla, Download hier, Beweise folgen unten. Und da gab es natürlich jetzt erstmal eine riesige Diskussion drüber. Sind das schon wieder GTA 6 Fake Leaks, wie es ja in der Vergangenheit schon öfters der Fall war? Ist das Ganze diesmal real? Und zum Glück hat sich einer der bekanntesten GTA-Leaker eingemischt und dafür mal etwas für Aufklärung sozusagen gesorgt. Und zwar Rollschuh. Rollschuh kennt ihr vielleicht noch, den hatte ich sogar mal interviewt. Das ist ein deutscher Leaker, was natürlich sehr angenehm ist in dem Fall. Und er hat eben Folgendes sehr kritisch betrachtet. Python? Wirklich? Das sieht faker aus als ein paar Weinholzmeisen. Dieser Code sieht überhaupt nicht nach Rockstar Games Code aus. Okay, wenn das echt ist, zeig uns ein paar Red Dead 2 und GTA 5 Sachen. Okay, das erste, was er hier fragt, ist Python. Python ist eine Programmierumgebung, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Bin auch kein Informatiker, ist auf jeden Fall eine Programmiersprache, Programmierumgebung oder sowas. Und das scheint ihn jetzt direkt hier erstmal ein bisschen zu wundern. Und er sagt, das sieht erstmal fake aus, aber zeig uns gerne mal ein paar Beweise. Wenn das echt sein soll, sollte das kein Problem sein. Und dann hat der Typ das auch gemacht und hat da haufenweise Sachen gepostet. Also wirklich, das war eine Kommentarschlacht, das glaube ich nicht. Das war einfach ein Chat, ein WhatsApp-Chat, wo alle aufgeregt reinposten und das über Stunden. Also das Ding im GTA-Forum ist wirklich sehr, sehr lang inzwischen. Ich habe mir alles durchgelesen und es ist sehr, 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 sehr viel.
Dann hat Rollschuh folgendes Statement dazu abgegeben. Ich meine, ich bin normalerweise jemand, der zweifelt, aber das sieht beängstigend echt aus. Und dann hat er noch geschrieben, beruhigt euch, ich spreche gerade mit einigen bekannten Mitgliedern in Discord. Und sogar Leute, die den Code gut kennen, sagen, dass er 100% legit ist. Und wir wissen definitiv, wovon sie reden. Wir haben sogar einige völlig neue einheimische Namen, die wir vorher nicht hatten. Es ist verdammt real. Endlich schaue ich mir auch die Videos an, die geleakt wurden. Und wenn Sie Red Dead Redemption 2 Pferde-Debug-Präsentation gesehen haben, dann werden wir sehen, dass das Debug-Zeug ziemlich identisch aussieht. Okay, also wir haben jetzt hier von Rollschuh, der sich unter Absprache, und das ist immer wichtig, dass man keine Alleingänge macht, sondern sich da mal mit anderen Leuten abstimmt und drüber redet, ob das Ganze real ist oder nicht. Ich vermute jetzt mal, er hat mit Test 2, Riotbrick und so weiter geredet. Und diese Gruppe von Moddern und Leakern, die hat eben jetzt bestätigt, dass das Ganze real ist. Und wenn Rollschuh das postet, dann kann man das glauben. Rollschuh gehört zu den besten und den sichersten Leakern in der gesamten GTA-Szene. Ich meine, er gehört zu dieser kleinen Bubble rund um Test 2, Wildbrick. Ich weiß nicht, wer da alles noch drin ist. Auf jeden Fall ist das so die wichtigste Quelle für Informationen rund um Leaks und so weiter in der GTA-Szene oder generell in der Rockstar Games-Szene. Und dementsprechend können wir jetzt hier mit Sicherheit sagen, dass dieses Gameplay real ist. Wenn ihr euch das Gameplay gleich anschaut, zum Beispiel bei mir auf Discord, dann werdet ihr bemerken, okay, das sieht aber irgendwie alles noch ziemlich komisch aus. Das liegt daran, dass es eine Debug-Version ist. Das bedeutet, man spielt das Spiel und lässt sich parallel live anzeigen, ob das Spiel irgendwelche Fehler hat. Das heißt, ihr lauft rum und dann kriegt ihr direkt eine Anzeige, okay, der NPC da vorne, der hätte anders spawnen sollen oder es hat alles richtig gespawnt und so weiter. Ist halt für Developer sehr, sehr wichtig, ein gutes Tool, um am besten zu testen, ob das Spiel funktioniert, ja oder nein. Das Gameplay an sich sieht schon mal sehr, sehr hübsch aus, allerdings noch mehr wie eine Alpha. Also viele NPCs haben noch keine Texturen, laufen noch ein bisschen verbuggt, es sind ein paar Bugs in den Wänden und so weiter. Die Autos fand ich ein bisschen lame, weil zum Beispiel das Polizeiauto sieht einfach aus wie eine neuere Version von dem aus GTA 5. Im Großen und Ganzen macht das Ding aber Laune. Es gibt viele Animationen, die zum Beispiel neu sind. Zum Beispiel, wenn ihr einen Laden überfallt und da kann man so einen Diner überfallen, das werdet ihr im Gameplay sehen, dann wird nicht einfach so die Scheine aus dieser leeren Kasse rausgenommen, sondern es sind wirklich 4 Scheine in dieser Kasse und es wird jeder Schein einzeln rausgeholt und hingelegt. Also das sind so Kleinigkeiten, die sehen schon krass aus. Oder auch, wie man sich aufs Fenster setzen kann, um aus einem Auto rauszuschießen. Also beim Drive-By haltet ihr nicht nur die Hand raus, sondern setzt euch richtig auf die Kante vom Fenster, um dann rauszuschießen. Also das sind so Sachen, die haben sich schon verändert. So generell vom Ambiente passt das Ganze auf jeden Fall sehr gut in GTA 6 rein. So ein bisschen Vice City. Man hat jetzt noch keine Großstadt gesehen, aber zumindest den ländlicheren Teil rund um Miami. Und sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Wir haben auch schon 2 Protagonisten gesehen, die da irgendwie in der Story rumgelaufen sind. Eine Dame und ein Herren. Auch das war ja bereits geleakt, dass es wahrscheinlich einen weiblichen Hauptcharakter geben wird und auch einen männlichen, also 2 Stück. Und das ist ganz so ein bisschen im Bonnie and Clyde Style sein soll. Das war ja schon seit Wochen geleakt. Jetzt scheint so das Ganze nochmal bestätigt zu haben, denn wie gesagt, wir sehen hier einen Überfall auf Steiner. Wir sehen generell Verfolgungsjagd mit der Polizei. Gut, das war klar. Und vieles mehr. Also es sieht wirklich alles ziemlich, 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 ziemlich geil aus. Und ich bin sehr gehypt, was uns da noch in den nächsten Tagen und Wochen erwarten wird. Denn immer war es so, dass wenn eine Veröffentlichung von Rockstar Games, eine Ankündigung näher gerückt ist, wurden immer mehr Sachen geleakt. Erinnert ihr euch vielleicht bei Red Dead Redemption 2 dran? Da war auch bevor der großen ersten Gameplay-Ankündigung wurden auch wirklich haufenweise an Gameplay-Sachen geleakt und das scheint jetzt hier wieder der Fall gewesen zu sein. Es tut mir leid, dass ich hier jetzt kein Gameplay zeigen konnte. Das würde mich als Zuschauer auch ein bisschen nerven, verstehe ich absolut. Aber es ist halt einfach das Risiko nicht wert, dass Take-Two dann sagt, okay, nö, das gefällt uns nicht, wir striken den ganzen Kanal weg und dann ist er für immer weg. Das wäre ziemlich, ziemlich doof und das möchte ich auf gar keinen Fall riskieren. Aber wie gesagt, ich denke, die meisten von euch folgen mir sowieso auf anderen Social-Media-Plattformen, wie eben Discord, Instagram oder Twitter. Und da poste ich das Ganze, das heißt, ihr verpasst das auf gar keinen Fall. Was denkst du über das Ganze und hast du dir schon ein bisschen Gameplay angeschaut? Was denkst du darüber? Schreib es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch jetzt gerade auf Discord, wo wir uns zusammen das Gameplay im Stream mal anschauen, beziehungsweise heute Abend
im Stream werden wir auch nochmal darüber reden. Das heißt, kommt da auf jeden Fall vorbei. 19.30 Uhr Geburtstag feiern von diesem wunderschönen Kanal. Und ein bisschen GTA 6 Talk darf da auf gar keinen Fall fehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch jetzt noch schnell gratis einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts mehr rund um GTA 6 zu verpassen. Denn jetzt geht's richtig los mit der heißen Phase und das wollt ihr nicht verpassen. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, teilt das Video mit all euren Freunden auf Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok und so weiter, damit auch die top informiert sind. Und jetzt sage ich adieu und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.